So, und so gehen wir jetzt auch ins letzte Testspiel der zweiten Mannschaft von Grün-Weiß Schwerin. Zu Gast heute in der Reiferbahn ist der SV Blau-Weiß Perleberg. Und so geht das Spiel jetzt auch los. Die Uhr noch nicht, aber doch, jetzt ist auch die Uhr los. So, kurzes technisches Problem jetzt auch gelöst. Die Uhr ist jetzt auch richtig angelaufen. Und nun geht es los, bevor es dann nächste Woche losgeht für Grün-Weiß Schwerin jetzt aus seiner Reiferbahn gegen die Vertretung vom Doberaner SV. Jetzt, ich habe für dieses Spiel wieder meine Expertin Anja neben mir sitzen und wir haben jetzt mal die Möglichkeit, ein wenig zu vergleichen, den Sprung. Und da erste Sprungwurf 1:0 für Perleberg, einen Vergleich zu ziehen zwischen der B-Jugend und dem Sprung zu den Frauen, die ja zum Teil bei Grün-Weiß Schwerin noch aus A-Jugendlichen besteht, weil die A-Jugend es bei Grün-Weiß Schwerin nicht mehr gibt. Das ist quasi in die zweite Frauen jetzt übergegangen. Aber jetzt haben wir mal die Möglichkeit, einen Unterschied zu sehen zum richtigen Frauenhandball. Wollen wir mal schauen, wie sehr das aussieht. Und diese Anspiele, von denen du vorhin gesprochen hast, die hat man jetzt in Ansätzen auch bei den Frauen jetzt gesehen. Der Konter schön abgelaufen, 2:0 für Perleberg. Es ist noch mehr Bewegung im Spiel als eben bei der B-Jugend. Es ist vor allen Dingen im Frauenbereich etwas geordneter, habe ich meistens das Gefühl, weil die Spielerinnen, das Spielverständnis ist gewachsen, die Spielerinnen ahnen besser voraus, was passieren kann. Das ist oft der Fall, gerade mit den Spielzügen, dass es geordneter abläuft. Jetzt haben wir gesehen, es gibt die gelbe Karte gegen die Nummer 5. Was ist da jetzt schiefgelaufen? Ja, also gelbe Karte ist ja eine progressive Strafe. Das heißt, sie kann auch gesteigert werden. Wenn man jetzt eine gelbe Karte schon gehabt hat, gibt es als nächstes dann die 2 Minuten. Das ist immer, wenn man regelwidrig den Gegenspieler behindert, also zum Beispiel klammert oder stößt oder in die Richtung geht, dann ist es immer eine gelbe Karte und danach dann auch 2 Minuten. Oh, der Wurf von außen jetzt von Bonnie Lenz unerfolgreich. Es bleibt beim 2:0 für die Gäste. Obwohl da eigentlich viel Freiraum war zum Werfen. Haben sie ja hier viel Platz gelassen, haben sie sie schön freigespielt. Ich bin mir gar nicht sicher, ob das eine Linkshänderin war oder eine Rechtshänderin. Für einen Rechtshänder ist es potenziell von rechts außen immer etwas schwieriger zu treffen. Und jetzt gibt es Abwurf, weil die Kreisläuferin durch den Kreis gelaufen ist. War aber an sich sehr schön gesehen. Also ja, ich war ganz kurz verwirrt. Ich bin es so gewöhnt. Lange gezogener Pfiff ist eher 7 Meter. Ist das so grundsätzlich richtig? Ja, es sei denn, es ist übertreten. Dann ist es auch ein langer Pfiff. Absichtliche Verwirrung im Regelwerk, um ein wenig Spannung ins Spiel zu bringen. Die Pfiffe, das nennt sich Pfiffmelodie, das ist nur für die Spieler, um ihnen eine kleine Hilfe zu geben, was nun eigentlich gepfiffen wurde. Da gibt es, glaube ich, meiner Meinung nach keine Vorschriften für. Es ist einfach nur, um es besser deutlich zu machen. Ja, das Spiel bleibt ja schneller dadurch, wenn der Spieler schon am Pfiff hört, was gemeint ist. Ja, richtig, genau. Deswegen macht man das als Schiedsrichter auch so. Da hat man jetzt gesehen, dass die Abwehr rausgerückt bei Grün-Weiß, um diesen Pass abzufangen. Und der Konter führt zum 1:0. Ersten Tor für Grün-Weiß-Schwerin zum 1:2. Stefanie, du wieder erfolgreich. Da hat man das gesehen, was du vorhin sagtest, wenn man das erahnt, kann man diese Bälle abfangen, die Angriff vor Probleme stellen, weil er nicht weiß, wohin spielen soll. Genau. Und das haben sie bisher auch ganz gut umgesetzt. Ich bin gespannt, ob sie noch ein bisschen offensiver werden oder ob sie so defensiv bleiben wollen. Mal sehen.
So, jetzt haben wir Zeit angezeigt. Was genau heißt das jetzt? Wie lange haben die Leute Zeit jetzt zu spielen? Also erstmal muss man sagen, dass dieses Zeichen nicht Zeit heißt, sondern ein passives Spiel. Und das, was sie zeigen, die Schiedsrichter, das ist ein Warnsignal. Das heißt, es soll die Mannschaft darauf hinweisen, dass ihre Spielweise zu passiv ist und sie aggressiver und aktiver spielen soll. Das, was der Schiedsrichter eben gepfiffen hat, abgepfiffen hat sozusagen, das war dann das passive Spiel, das eigentliche Signal. Dadurch hat die Mannschaft nur den Ball verloren. Es gibt keine Regel, nach der man sagen kann, so und so viel Zeit ist noch, wenn dieses Warnsignal kommt oder so viel Pässe. Das gibt es nicht, das liegt im Ermessen, weil es nicht, man kann es ja nicht festmachen. Der Schiedsrichter beurteilt in diesem Moment ja nur, dass die Spielweise zu passiv ist und wenn sie dann aktiver wird, dann würde dann auch das nicht abgepfiffen werden. Meistens kommt dann durch ein aktiveres Spiel ja auch ein Tor zustande. Ja, das ist überraschend oft, ist mir das aufgefallen im Handball an sich, dass sobald Zeitspiel, wie man das als Laie dann sagt, oder passives Spiel angezeigt ist, dann dieser Torabschluss gesucht und auch erfolgreich gefunden wird. Ja, natürlich, weil die Mannschaften wissen, wenn sie die Spielweise beibehalten, dann wird der Ball sowieso, geht der sowieso an die Gegner. Also versuche ich doch jetzt irgendwie noch das Tor zu machen. Dadurch ist das natürlich oft, dass dann noch ein Tor kommt oder daneben geworfen wird oder irgendwas in der Richtung. Gut zu wissen ist auch für die Zuschauer mal, passiv wird aufgehoben, zum Beispiel, wenn der Ball den Torwart berührt oder das Tor, also den Pfosten oder Latte, dann wird das passive Spiel aufgehoben, weil die Mannschaft hat ja versucht, ein Tor zu werfen. Dann dürfen sie wieder neu aufbauen. Und wichtig ist auch, das wissen auch viele nicht, wenn eine persönliche Strafe vergeben wird, das heißt, gibt es jetzt eine gelbe Karte für einen Abwehrspieler, wird dieses passive Spiel auch aufgehoben. Und jetzt haben wir gerade erfolgreich gesehen den Konter abgeschlossen von Theresia Meissner. Vorher das Tor von Judith Schiller und nun haben wir aus der 0-2-Rückstand eine Führung für Grün-Weiß-Schwerin nach knapp 7 gespielten Minuten hier. Und die Mannschaft von Grün-Weiß hat einen Moment gebraucht, um sich zu finden. Und jetzt wollen wir mal gucken, was sich Perleberg einfallen lässt, um die Abwehr, den schwarzen Block, so nenne ich ihn jetzt mal, da hinten, aufbrechen kann. Was sie dafür tun. Jetzt hat sich der Kreis ganz rüber orientiert nach links. Nach außen und das war klasse aufgepasst von Theresia Meissner, die diesen Pass erahnt hat, weil die konnte ja nirgendwo anders hin. Jetzt gibt es gelbe Karte gegen Katja Lorenz, sowie 7 Meter für Grün-Weiß-Schwerin. Die konnte ja gar nicht mal woanders hinspielen als zu dem halben und da ist sie zwischengelaufen. Richtig, ja, also es ist dieses Assoziation der Ballwege. Perleberg war in dieser Situation auch nicht sehr clever. Sie sind alle in eine Richtung gelaufen. Dadurch stand die Abwehr so oder so schon etwas dichter beieinander und dann hat man eher die Gelegenheit, noch so einen Pass abzufangen. Ja, und Theresia Meissner verwandelt auch zum 4-2 den 7 Meter. Etwas besser als das, was wir vorher bei Stralsund gesehen haben, die viele 7 Meter liegen gelassen haben. Sowas auch schon gegeben im Erwachsenenbereich, dass man so viele 7 Meter verwirft? Jetzt gibt es noch gelbe Karte gegen Theresia Meissner in dem Zug. Ja, na sicher. Also 7 Meter ist natürlich, eigentlich sagt man, 7 Meter ist ein geschenktes Tor. Aber der Torwart, der da am Tor steht, der steht da ja nicht ohne Grund. Und es ist auch sehr eine mentale Frage, ob man sich als Spieler nun frisch genug fühlt, die Kraft hat, den so sauber auch zu werfen. Und gerade wenn so ein Torhüter, der kann auch eine Mannschaft damit mitreißen, wenn, und das weiß der auch. Der wird irgendwas versuchen, um diesen 7 Meter zu halten. Und da kann das schon mal passieren, dass man von 10, 7 Meter 9 nicht reinkriegt. Jetzt hat man versucht, die Welle zu spielen, kein Anspieler da. Und das ist dann abgebrochen und dann Positionsspiel soweit. Ja. Spielerin bereits durch und es wurde nochmal angefasst, das sollte man dann lassen, weil jetzt ist der wahrscheinlich sowieso drin, 7 Meter ist ja nur eine Spielfortsetzung in dem Moment. Ja, jetzt gibt es den 7 Meter für Grün-Weiß-Schwerin, an den 7 Meter Punkt ist Bonnie Lenz getreten und knallt das Ding gegen den Pfosten und der Nachwurf von Stefanie Dubes auch nicht drin.
Aber trotzdem bleibt Grün-Weiß im Ballbesitz. Sie sind da frischer, sind da cleverer und nochmal ins Bonnie Lenz. Und es gibt erneut 7 Meter. Sehr interessant war jetzt auch, dass, obwohl, ich weiß nicht, 2 oder 3 Mal aufs Tor geworfen wurde, der Ball immer wieder zu den Schwerinern zurückgelangt ist. Ne? Das heißt natürlich auch, dass die Perleberger da ein bisschen besser absichern müssten. Und der war nicht drin. So wurde es jedenfalls entschieden. Und das war jetzt, doch, jetzt habe ich sie gerade gelobt, dass sie 7 Meter reinwerfen und jetzt 2 hintereinander verworfen. Ja, so passiert das dann. Der Konter passt so weit und jetzt haben wir schon mal gesehen, wie der Trainer auf die Spielerin einwirkt. Ich weiß nicht genau, ob es ein Bild war, aber den Kontakt zur Spielerin gesucht, sagt.